Der neundimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. 6.12.2016. Empfangen, was ihr erschaffen habt. Übersetzt durch Altana. Der Link zur Textversion befindet sich in der Videobeschreibung. Seid gegrüßt! Wir sind der arcturianische Rat. Wir sind sehr erfreut, mit euch allen verbunden zu sein. Wir unterstützen euch und ihr seid in der Lage, unsere Hilfe zu erhalten. Wir sind nicht in der Lage, Unterstützung zu leisten, wo sie nicht empfangen wird. Sobald ihr einen Wunsch für euer Leben formuliert, seid ihr in der Lage, auf diesen Wunsch zuzugreifen. Aber das Universum kann ihn euch nicht gewähren, bis ihr offen und bereit seid, ihn zu empfangen. Ihr seid bewusste Schöpferwesen und ihr versteht, wie mächtig ihr seid. Ihr versteht, dass ihr nicht nur die Fähigkeit habt zu erschaffen, sondern dass ihr die ganze Zeit erschafft. Wenn ihr in Übereinstimmung mit dem seid, was ihr erschaffen habt, erhaltet ihr es mit sehr wenig Aufwand von eurer Seite. Je weniger ausgerichtet ihr euch fühlt, desto mehr kämpft ihr, desto mehr versucht ihr und desto mehr Handlungen unternehmt ihr aus dem Glauben heraus, dass sie notwendig sind, um euch zu dem gewünschten Ergebnis zu bringen. Ihr habt alle Frequenzen des Universums in euch. Jede ist wie eine Taste, die ihr drückt. Und was ihr bekommt, hängt davon ab, auf welche Taste ihr drückt. Ihr müsst keine Frequenzen aus dünner Luft generieren. Sie sind bereits vorhanden. Ihr müsst sie nur in euch selbst aktivieren. Wenn ihr unsicher seid, welche Frequenz ihr aktivieren müsst, um euch zu diesem Wunsch zu bringen, den ihr heraufbeschworen habt, erkennt, dass dies eine Zeit der Erforschung ist. So auch wenn ihr eine Frequenz von Freude aktiviert und erhaltet etwas anderes als das, was ihr erträumt habt, seid ihr immer noch erfolgreich. Ihr seid immer noch in der Lage, eure Erfahrung zu genießen. Und ihr werdet eure Fähigkeiten fein abstimmen. Das Know-how, das ihr haben möchtet, kann nur durch diese Erforschung kommen. Wir wollen es nicht Versuch und Irrtum nennen, denn das ist eine ungenaue Beschreibung. Es gibt keine Fehler und ihr müsst nicht versuchen. Aber ihr müsst in eurem Inneren die Frequenz suchen, die am meisten eurer Vorliebe entspricht. Und dann könnt und werdet ihr den Beweis für die Tatsache sehen, dass ihr eine bestimmte Taste gedrückt habt. Wenn ihr in euren Schöpfungsprozess mit einem Sinn für Abenteuer und Verwunderung geht, könnt ihr nichts falsch machen und ihr könnt es genießen, alle diese Tasten auf dem Weg zu drücken. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, mit euch verbunden zu sein.